jetzt hinterher. Ah, dann kann man dazwischen Wi-Fi klatschen. Macht, was ihr wollt. Ja. Ich mache sowieso keine indische Musik. Das klingt nur ein bisschen indisch. Das war mein Land und ich Indien. Jetzt kommt der Wanderer. Und der Wanderer, das ist dann schon ein bisschen traditionelleres Stück, aber auch kein indisches, sondern ein afghanisches. Und das hat ein Sänger in den 70er Jahren gesungen in Afghanistan und alle Frauen sind auf ihn geflogen. Er war der Superstar. Ja, das war der Robbie Williams in Afghanistan und der hat Hafiz gesungen. Und in diesem Text heißt es, laut der Übersetzung meines Freundes Ashraf, dass der Wanderer wandert einsam die Straße entlang und er weiß nicht, wohin er wandert, so wie wir häufig so durchs Leben wandern und nicht wissen, wie das der nächste Tag bringt. Ich habe es der Wanderer genannt.